Okay. Links. Okay. Da ist nichts. Da ist nichts. Gut. Da ist nichts. Gut. Gut. Und zack, über den Zaun und zur Tür. Was ist das hier? So. Ha? Mit der Erste-Hilfe-Kasten, gut. Gut. Da ist nichts. Da ist nichts. Man kriegt hier auch nicht alle Schränke auf und zu und durchspiegelt. Ha? Oh, eine Schnur, das ist... Gut. Die ist bestimmt von entscheidender Bedeutung. So, ich fällt gerade ein, entscheidende Bedeutung. Laptop, genau. Ich wollte mal wieder mal beim Bobby Race gucken. Drecksmunition. Ja, NATO viermal blau. Ich bräuchte aber NATO ein bisschen rot. Gibt's nicht. Das ist blöd. Sonst irgendwas an. Was ist das? Das ist die Remington, alles klar. Tja, noch eine Ruger. Nee, zu viele Rugers will ich jetzt auch nicht haben. Weil die guten Schaden machen, kann man nicht abstreiten. So, jetzt gibt es die Westen auch hier, sonstiges. Zielfernrohr wäre noch gut. Tja. Verdammt. Ach ne, nur wegen diesen blöden... Fünf Stück so viel Geld auszugeben, das war ich jetzt doch nicht. Okay. Gut. Ich will Bonbons. Ich glaube, die könnte man denen sogar manchmal geben, aber. Da, okay. Ach, das habe ich nur aktiviert. Ja. Okay. Da. Hier ist noch irgendjemand von Bedeutung? Nee, ne? Tür zu? Ach, das ist bloß diese Tür dort. Ja! So, haben wir denn hier noch irgendwas such? Perko ist irgendwie, ist jemand, mit dem ich sprechen kann. Ihr seid also die Typen, die hier alles und jeden zur Hölle jagen. Aber mich jagt keiner zur Hölle. Ich bin Alex Perkolopoulos. Könnt mich Perko nennen. Okay, und was macht Perko? Der alte Grieche. Also, ich hatte meinen Job an Nagel gehängt und musste erst wieder zur Kohle kommen. Hab Messer geschärft und bald sind sie alle mit ihren Scheißproblemen zu mir gekommen. Hey, Perko, kannst du das mal in Ordnung bringen? Ach, mir kann's ja egal sein, solange ich Geld dafür sehe. Aber bei Elektrik, da hört's bei mir auf. Den Kabelscheiß rühr ich nicht an. Den musst du woanders hinbringen. Mhm. Ah, hier kann man es reparieren lassen, okay. Das ganze verdammte Land ist völlig übergeschnappt. Scheißegal, wer du bist und wo du herkommst. Wenn du die Schlampe erledigst, dann bist du mein Mann. Sie hat den Geschäften hier nur geschadet. Sagt er noch was? Ich hasse Smalltalk. Gut, okay, ja. Hab ich verstanden. Da ist nichts. Okay. Ich glaube, der könnte wieder sauer werden, wenn er sein Geschäft looten. Oh, da haben wir einen Schlüssel für seine Räumlichkeiten. Wie konnte das passieren?
zugeschlossen und es gibt nichts. Da ist nichts. Ach, das ist doch okay. Scheiße. Warum gibt's hier nicht noch was Lohnungswertes? Oh nein. Okay. Oh nein. Oh nein. Bingo. Naja, also die... Okay. Die Technik-Skills ein bisschen hochbringen. So, Speicher da. Speichert. Bingo! Der Himmel ist aufgemacht. Durchzug, Corona und so. Okay. So, haben wir jetzt soweit alles? Nur zwei hier oben nur noch. Gut. So, eine größere Karte wäre manchmal auch nicht verkehrt gewesen, aber naja. Okay. Man kann nicht alles haben im Leben. Und im Spiel erst recht nicht so, ja. Okay. Zu. Delivery mit. Dieses Ding reißt euch beim kleinsten Mucks den Arsch auf. Gut. Was heißt dieses Ding? Hier ist eine Bombe an der Tür. Das könnte jetzt interessant werden, weil beim Entschärfen waren die Jungs eigentlich nicht besonders gut. Hat die Tür auch eine Bombe? Gucken wir doch mal. Dieses Ding reißt euch beim kleinsten Mucks den Arsch auf. Eine elektrische Falle. Okay. Tja. Ach komm, wir probieren es mal, oder? Ich habe ja gespeichert, aber ich habe da einen Schlüssel. Da ist was. Also, ich habe da einen Schlüssel gefunden. Wo ist denn die Kiste? Sehr gut. Bingo. Ja, sehr schön. 5 Komma, okay. Bingo! V-Granate. Ha? Und hier wieder für den. Gut. Ha? Schussische Weste, okay. Aber eine Kommando, das ist sowieso das M16, ja. Du. Inventar, ja. Das ist bloß das M16. Oh, hier, das ist die Spektralweste. Alles klar. Ich bin mittelschwer begeistert. Verdammt. Die ist natürlich jetzt wahrscheinlich schlechter wie meine hier. So, ich habe auch nur den Helm immer noch hier an Bord. Das ist auch Blödsinn. So, Wolf. Ja, Onkel Fiedel könnte das auf jeden Fall auch gebrauchen. So. Da haben wir das. V-Granaten. Okay, naja, Kommando. Ist die besser wie die Heckler und Koch gewesen? Ja, nennt ihr den Schadenspunkt mehr gemacht? Ne, 4 sogar. Okay. Was hat die? 6 APs. Gewicht 3,1. 300. Okay, nur dann. So, haben wir auf Wiedersehen zu Heckler und Koch und willkommen Colt Commando M16 Gewehr. So, ne, hier kann man keine 3 draufpacken. Gewicht, ja, sieht gut aus. So, hat doch irgendjemand die... irgendjemanden diese Russenknarre hergegeben. Ihm hier, genau. Er kann die hier nämlich mitnehmen. Ja, wenn das nicht schon mal was ist. Der hat auch eine Desert Eagle, die schmeißt uns auch raus. Das Wurfmesser auch. Benutze ich effizient nicht. Das ist doch die Heckler und Koch. Achso, ja, weil die hier nicht so gut haltbar sein soll. So hieß es. Ja, wir werden sehen. So, das ist mal schon verpackt. Super, jetzt haben wir hier einen Schuss nur drin in dem. Gut. So weit, so gut. Ich speichere mal wieder. Ich habe den Schlüssel, haben wir leider keine Skills erproben. Falle an Tür, so jetzt.
hatten wir für eine Falle gehabt hier? Dieses Ding reißt euch beim kleinsten Mucks den Arsch auf. Das Schloss hat eine Falle mit Sirene. Hm. Wollen wir sie mal entschärfen? Das ging doch hier irgendwo, ging das doch, oder? Dietrich? Nein, nein. Sprengstoff? Manuell? Fallen untersuchen? Hier. Fallen entschärfen. Oh nein! Gut. Na gut. Dieses Ding reißt euch beim kleinsten Mucks den Arsch. Bingo! Ah, hat sie entschärft. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt? Oh nein! Hier. Oh nein! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein! Ja gut, das war's schon fast. Okay! Gut! Da ist nichts! Gut! Da ist nichts! Da ist nichts und da ist nichts und hier auch noch nicht. Da ist nichts. Ich glaube, das waren das erstmal alle Häuser, die ich jetzt durchsuchen konnte. Ja, sieht eher nach aus. Sehr schön, sehr schön. Naja, dann wieder das obligatorische Reparieren. Gegenstände, reparieren Gegenstände. So, Igor ist ein bisschen angeschlagen, also müsste er jetzt sozusagen mal zum Onkel Doktor. Und Fidel, die können dann hier Milizen trainieren. Die sind ja eigentlich soweit fit. So, wie sieht es denn überhaupt aus mit meinen Milizen? Wo sind meine Leute? Ach, die sind jetzt hier stehen geblieben. Ach, die pennen noch. Ah, ja, stimmt. Die pennten ja noch, weil die ja hier von uns übermüdet unterwegs waren. Das war's auch schon wieder. Okay. Das Igor ist auch schon wieder sozusagen. Was kann er denn noch machen? Treffsicherheit geht sogar noch. Medizin ist auch noch. Medizin sehe ich okay. Der übt jetzt hier Treffsicherheit. Auf jeden Fall. Die hat er dringend notwendig. So, Dimitri Sohn, ich hatte dich ausgepennt. Das ist ja Wahnsinn. Wie lange schläft denn dieser Dödel? Ich möchte gerne, dass ihr endlich mal hier in diesem Drecks... Werden die wahrscheinlich nie ankommen. Ist gut! Weil der bis dahin wieder längst übermüdet ist und sich über ins Feld schlafen legt. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Mhm. Oh, sie sind fast da. Und Punkt Medizin hat er gewonnen. Technik, okay. Und? Meine Aufgabe ist erfüllt. Die sind auch da. Und noch weiter. Jawohl. Jetzt hier. Was tun? Miliz. Die haben leider ein paar Milizen hier bei den Kämpfen eingebüßt. So, jetzt müssen wir da hier eine... Speicherung machen. Heute schon wieder einmal einen Game Crash gehabt. So, die mal Miliz, die reparieren. Das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Da sind sie auch schon fertig mit reparieren. Das okay. Wäre abgewickelt. Stopp. So. Tja, was könnte er noch machen? Ja, doch irgendwas üben. Auf jeden Fall hier so Beweglichkeit, Geschicklichkeit, das wäre sowas, was mir da ein bisschen immer so ein bisschen aufstößt. Aber bis das wirklich austrainiert ist, ist sowieso hier alles vorbei. Wie sieht es mit Medizin aus? 51, das ist gut. Treffsicherheit. Sprengstoff. Ja,
trainiert oder so. Aber das bringt ja eh nichts. Das wird er wirklich nicht mehr schnell hochleveln. Eben mal. So, jetzt pennen die sowieso wieder alle. Wir sind gerade in Gambler aus. Wir sind reingedrungen, okay. Yikes. Da haben wir ganz schöne Verluste hinnehmen müssen. Müssen wir mal ein bisschen verteilen hier. Scheiße. Pennen alle. Ist das nicht fantastisch? So, die sind wieder aktiv. So, ich stoppe mal. Das ist jetzt die Sache. Eigentlich müsste ich jetzt noch ein paar Leute hier. Machen wir es wieder wie gehabt. Die beiden gehen. Gut. Hoch. Hab's heil hierher geschafft. Wie geht die Geschichte nun weiter? So, die Miliz ein bisschen schneller hier hochbringen. Ich stolz sein. Okay, erledigt. Was jetzt? Weiter, ja. Ich bin soweit. Ich mache nix. So, die einen können trainieren, die anderen nicht mehr. Trupp 1 ist jetzt soweit. Dafür kann ich jetzt hier hochgehen. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Natürlich wieder Milizen ausbilden. So langsam meine Chefausbilder hier geworden im Land. Die kosten nichts, die können hier von mir aus tagelang Milizen ausbilden. Das ist gut, wenn meine Leute die das hier ist bezahle, gut, oder? Ja, das ist ein bisschen schade, dass ich die hier verplempern muss. Aber sowas will man tun. So, wie sieht's aus? Schon jetzt fast alle auf. Das wäre abgewickelt. Hm. Haben sie doch schon fast alle hier. 20, gut, das ist... Dann werden die nur noch zu besseren Milizen ausgebildet. Dann können wir hier dieses Fragezeichen clearen und dann... Ich weiß, die Mine würde ich vielleicht noch gar nicht angreifen wollen. Das ist so ein Fragezeichen. Ich lerne schnell. Ja. Tja, und das ist auch die Miliz da oben auch schon wieder zu Ende. Okay, ich bereit. Stopp. So, dann sind wir den Bereich auch wieder komplett ausgebildet, was gut ist. Tja, dann Training, Üben, Treffsicherheit natürlich. Das ist mal das Hauptkriterium, das zählt im Kampf, ist die Treffsicherheit hier im Spiel. Der Rest ist erstmal noch nicht ganz so wichtig. Oh, inzwischen. Oh je. Oh nein, Elliot kriegt schon wieder was auf die Nase. Elliot! Hallo, Eure Hoheit. Ich habe... Nein, sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten. Ein dringender Bericht, der mich wieder aufregen wird. Warum bringen Sie zur Abwechslung nicht mal gute Nachrichten, Elliot? Bei allem Respekt, Eure Hoheit. Ich habe das Gefühl, dass ich nichts sagen kann, was meiner Herrin gefallen würde. Nicht in solch einem Land. Versuchen Sie es doch einfach trotzdem, Elliot. Dr. Kerns aus eurem Forschungscenter in Orta wird vermisst, Eure Hoheit. Man hat ihn seit einiger Zeit nicht mehr gesehen und keiner weiß mit Sicherheit, wo er sich aufhält. Ist das wahr, Elliot? Ja, Eure Hoheit, es ist so.
Elliot, Sie Schwachkopf. Er ist das Herz meines dortigen Teams. Der Wichtigste. Wie konnte das passieren? Bringen Sie mir den, der dafür verantwortlich ist. Und Elliot, die Elite-Truppe, interessiert mich nicht. Ich will, dass er gefunden wird. Und zwar sofort. Ist das klar? Ja, Eure Hoheit. Absolut klar. Barbarisch. Wie schon Tolstoi schrieb. Krieg. Wozu dient er? Was? Wie kommt es jetzt dazu? Das ist jetzt die Frage. Irgendwo findet man den, glaube ich, sogar. Wo sind wir denn jetzt weit hin? Tetranas Forscher unerlaubt abwesen. Na gut. Finanzen. Oh, wir sehen eigentlich wieder ganz gut aus in die Finanzen. Da könnten wir dem Herrn Igor... Mein Onkel kann stolz sein auf mich. Bald ich werde so viel Sold verlangen wie der große Ivan. Ja, jetzt verlangt er nämlich, glaube ich, mehr Geld, ne? Wobei 9000 ist. Ich bin hochzufrieden zu dürfen und. Jawohl, bin ich auch. 13, der Kuh ist auch noch richtig teuer. Der neue Vertrag sagt mir zu. Neue Verträge, neue Zahlen. Ich schätze, ich bin jetzt ein paar Kröten mehr wert. Ui, 18.000. Ui, 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 ui. Betrachte den Job als erledigt. Aber bevor ich danach kein Geld mehr habe, was durchaus passieren kann, alle Minen mal wieder an Daytrana zurückfallen. 5-4. Speichern wir hier und dann habe ich die jetzt im Sack, die Jungs, für 50 Tage. weil wenn diese komischen Aliens nachher in den Minen auftauchen. Ich weiß nicht, dieser Forscher, das Ding, das hängt irgendwie alles damit zusammen. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. So, aber wir müssen immer noch Milizen ausbilden. Juhu, das ist auch so eine... Ja, deswegen war eigentlich, wenn ich die beiden da rumschicken kann, immer ganz gut. Aber die sind da oben, wir sind hier unten und hier ist noch ein Raketenlager. Das muss noch aufgeräumt werden. Ich mache nichts. Oh, jetzt... Ja, bitte weiter trainieren. Sehr gut. Wir haben jetzt schon fast alle auf normalen Standard hochgebracht. Fiedel hatte gerade mal 9 Punkte. Okay, erledigt. Was jetzt? Führungsqualitäten. Das ist natürlich nicht viel für so eine Ausbildung, muss man leider sagen. Aber was will man tun? Gut, wir hätten Igor vielleicht. Stopp mal kurz. Igor hat was? Ja, Igor ist auf jeden Fall besser wie Fidel. Komm, Fidel, ja. Du musst mal was anderes machen. Was kann der machen? Ja, der war ja noch Geschicklichkeit hier. So. Dann geht es vielleicht noch ein bisschen fixer mit Milizen ausbilden. So, Igor hat und dieser schon. Auftrag ja, ist ausgeführt. Schon. Fantastisch, wir können keine weiteren Milizen mehr ausbilden, weil wir jetzt nämlich alle hier dabei haben. So, Troop 1, was? Achso, ach, ja natürlich. Die müssen ja Troop 2 erstmal sein. Die müssen jetzt mal unsere Truppen wieder zusammenziehen, fällt mir gerade ein. Die haben wir ja hier. Gut. Ein bisschen aufgestellt. Okay, Reise beendet. Ich warte. So, Dienst. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Oh, zack. Das hätten wir, ich weiß nicht, wie gut ausgeschlafen die sind. Eher nicht so gut, würde ich mal behaupten sagen. Dann würde ich die jetzt mal alle versuchen ins Bett zu schicken und dann ziehen wir ab in den nächsten Sektor rein und dann mal gucken, ob wir da ein bisschen aufräumen können. Hätte ich gesagt, irgendwas mit Orta. Ich weiß nicht, wo der Forscher herkommen soll. Das jetzt. Achso, schnell alle noch. Der hat nämlich auch seinen Werkzeugkoffer in der Hand. G3 rein. So. Pennen alle, gut.
Ach, das Gepenne ist auch sowas. Aber das ist ja bei solchen Spielen ja auch mit. Das ist so, Igor ist noch der letzte Schläfer, den ich habe, dann. Zack, so, das war er. Speichern und dann ab in den Sektor. Die Wolf ist nicht müde. Zurecht auch. Und dann geht's jetzt hier rein. Verstanden. Der Feind ist in der Nähe. Ja, gehen wir zum Sektor. Es war auch wieder leider nur ein Tagesangriff, aber was soll man machen? So, fertig. Ja, da. Okay. Haben wir irgendwo ein Dach, wo wir uns drauflegen können? Da ist ein Dach, wo wir uns drauflegen können. Nur warten. Nichts mehr lange werden leben. Verdammt. Das viele eingesehen, ja. Das ist nicht so toll. Aber leider nicht mehr zu ändern. Kann man ihn auch schon wegbürsten? Ja, das wäre am besten. Alter, nicht ein Schuss hat getroffen. Das ist traurig. Ja, ich sehe, der ist aber genauso ein guter Schütze wie Fidel. Ich höre. So, jetzt sieht er ihn hier. Gucken, ob er ihn trifft. Nein, natürlich nicht. Zu viele Panzerglas im Weg, würde ich sagen. Hey, durchgetroffen. Diesmal nicht, na gut. Ja! Crunchy. Da. Ja. Ja. Da. Sie. Ich höre. Hier. Da ist auch noch Dr. Q ist auch noch hier da. Meine Güte. Mal gucken. Jetzt war schon was auf die Nase. War mir klar. Das war mir klar, dass das jetzt mal hier wieder. Feind ahoi! Hier! Da! So, Igor sieht ihn hier, okay. Ja, die Scheibe musste dran schrauben. Sehr schön. Seh, sagt der Fidel. Seh, Jungs. Oder um der Nächste angerannt. Ich höre. So, er ist jetzt hier leider ein bisschen angeschlagen. Versuchen wir ihn doch mal hier ein bisschen zu verbinden. Ja! Quanti um die Ecke. Hier! So. Ja! Achso, wir sehen ihn also auch. So, wir schön mal gucken, vielleicht kann man den gleich. Scheiß blaue Munition ist jetzt nicht die richtige. So, es geht ihm schlecht, aber naja. Unangenehme Genossen. Jetzt kommen sie da landgerannt hier. Feind ahoi! Mierda!